Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Cast Clash Lost Conflict Let's Play heute am Friday. Die Sonne scheint heute wirklich eindeutig zu stark. Derzeit sind es 30 Grad im Schatten hier gerade um 12:30 und es scheint auf jeden Fall so, dass es heute noch sehr, sehr viel wärmer wird. Und ich schätze mal, der ein oder andere wundert sich jetzt, dass jetzt gerade kein Clash Fight kommt, sondern ein normaler Let's Play. Denn ich habe mit einem anderen YouTuber zusammen, quasi einen Clash of Clans YouTuber, abgemacht, dass er bei Clash Fight mitmacht. Er hat darauf Lust, wird dann auch mitmachen, aber das müssen wir dann erstmal auch zusammen aufnehmen. Das heißt, entweder kommt zur nächste oder übernächste Woche, ist noch nicht sicher, aber dass hier quasi die Seiten, ich sag mal, ausgeglichen sind, denn natürlich, ihr kleinen Schlingel, ihr seid alle für Schlosskonflikt oder fast alle. Ich habe auch in den Kommentaren vom wunderschönen Trailer gelesen. Der ein oder andere, der ist natürlich auch für Clash of Clans, soll es auch geben, aber natürlich die Mehrheit, die ist hier ganz klar auf Schlosskonflikt. Und um da das Ganze wirklich mal ausgeglichen zu machen, wird dann ein anderer YouTuber mitmachen, auch von den Abonnenten her ungefähr gleich wie ich, und da freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Wir können jetzt aber erstmal hier noch ein Mini-Let's Play, oder was heißt Mini-Let's Play, wir werden heute einfach mal spielen, wir werden ein paar Mauern upgraden, wir werden raiden, wir werden am Ende wieder natürlich die Welle O versuchen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen werden, irgendwann muss es ja dann mal klappen. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit den wunderschönen Quests. Das hier ist auch heute das einzigste Video, denn es ist wirklich viel, viel, viel zu warm. Ich schwitze hier schon wieder. Ich habe den Ventilator neben mir stehen und trotz alledem ist es viel zu heiß. Für morgen hoffe ich, dass ich es morgen schaffe, auf jeden Fall das Weekly Update zu machen und dann vielleicht sogar noch ein Game Roll rauszuhauen. Am Sonntag ist ja dann der Stream, genau, denn das sage ich jetzt auch. Am Sonntag ist der Stream, ihr habt abgestimmt, um 19 Uhr, zwischen 19 und 20 Uhr. Wahrscheinlich wird das sogar ein bisschen länger dauern. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr am Sonntag dabei werdet, um 19 Uhr auf Twitch. Rashcore heiße ich dort. Einfach mal vorbeischauen, wäre sehr cool, wenn ihr mir da live zuhören würdet. So, wir greifen jetzt erstmal hier im Dungeon an. Loading, genau. Das müsste eigentlich ganz schnell gehen. Dann haben wir hier schon mal zwei Quests abgeklappert. Ich habe auch jetzt mal Kalypso mit reingenommen. Die kann ich eigentlich, ja, die könnte ich direkt mal upgraden. Wir müssen nur noch schnell ein bisschen Gold holen. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt. Wir holen ein bisschen Gold, dann upgraden wir die gute Kalypso. Denn ich will die gute Kalypso jetzt mal in den Wellen mitnehmen, in der Welle O. Jetzt heute erstmal nicht, also eindeutig noch zu schlecht. Vom Skill her, ich glaube 3 von 9. Ich kann immer nachschauen, 3 von 9. 4 von 4 von 10, 3 von 9, 4 von 10. 4 von 10 ist der gute Blitz. 2 von 5 Quick hat sie upgraden, könnten wir sie, wenn wir denn gleich genug Geld haben. Und genau, 4 von 10 habe ich die gute derzeit. Ich glaube, mein Ork ist Richtung 6 von 10, genau. Und die gute Pixie, die ist auf 5 von 10. Die lasse ich jetzt erstmal so, der Ork, der wird noch auf 6 von 10 gepackt. Und die Kalypso dann quasi auf 5 von 10, die werde ich dann auch in den Wellen benutzen und mal sehen, wie gut das knackige Stück hier was reißen kann. So, Rathaus erreicht Level 20, werde ich dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen machen, dass ich meinen Rathaus upgrade. Endlich Level 20, dann bekomme ich dann wunderschöne Quest. Aber wir greifen jetzt erstmal an und der Gegner, der sieht doch richtig sexy aus. Wir haben hier unten ein paar Gebäude hier oben, wo sind denn mehr? Ja, greifen wir von hier an oder, ja komm. Wir greifen von hier oben an mit dem guten Schnitzer. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht von den Türmen angegriffen wird. Keine Garnison ist hier oben drin. Hier unten wäre eine drin gewesen, oben nicht. Ich bin mal gespannt, wie weit wir mit dem Schnitzer hier in die Mitte was reißen können. Aber den Angriff, den sollten wir auf jeden Fall locker easy gewinnen. Ich könnte jetzt natürlich hier unten noch die gute Kalypso setzen, aber sie wird wahrscheinlich nicht so viel reißen können. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt halt schauen wegen dem Timing, weil der Schnitzer, der wird natürlich reingehen. Ja, dann setzen wir jetzt schnell unsere Helden, dass der Schnitter hier nicht zuerst angegriffen wird. So. Und let's go, let's go. Ich hoffe, ich brauche keinen Eiszauber. Nein, wir brauchen keinen Eiszauber. Super schön. Keine Leben verloren bei unseren Helden. Setze ich noch die restlichen sinnlosen Truppen, die ich hier gerade noch übrig habe vom letzten Quest. Und damit haben wir jetzt auch 82%, 85%, 93%, 95%, 97%, 100%. 100% Fackeln, dort ist fein, dort gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Und, oh mein Gott, wir haben ein wunderschönes Quest und noch ein wunderschönes Quest machen. Wir müssen jetzt noch Wellen machen, die werden wir genau machen. Und noch Abyssal Raiden, das schaffen wir auch noch. Dann habe ich das Questboard für heute auch geschafft. Halleluja. Und dann schauen wir mal weiter.
Okay, der Gegner. Warum spreche ich gerade so? Oh mein Gott, Leute, das hört sich richtig geil an. Also ich weiß gerade nicht, ob ihr mich gerade überhaupt gehört habt, aber... Oh lol. Ich habe gerade schon wieder eine neue Art, richtig tief zu sprechen. Hallo meine lieben Freunde und scheiße, hört sich das geil an. Genau, wir werden jetzt, ja, den greifen wir auf jeden Fall an, also da braucht man nicht lange überlegen. Aber nein, was ist denn das für eine Garnison? Schau dich das an, die schießt jetzt 10 Kilometer weit über dem Berg drüber, das ist eine Sauerei. So, aber nun, wir werden jetzt hoffentlich mit dem Schnitzer in der Mitte was reisen können, ja. Döner und Schnitzer, die machen das. Jetzt habe ich irgendwie schon wieder Hunger auf Döner. Ja. So, schauen wir doch mal weiter. Wir haben hier den Schnitzer, der Döner brockt und die Mitte ist noch nicht ganz down. Ich wäre sehr zufrieden, wenn der Atlantic Core hier in der Mitte weg wäre. Aber gut, ja, haben wir locker geschafft. Brauchen wir überhaupt Zauber? Ich hoffe mal nicht, aber ja, ich muss aufpassen, dass der gute Schnitzer hier nicht drauf geht. Denn die Garnison, die ist natürlich hier doch schon richtig heftig. Sollen wir uns trauen? Brauchen wir Heilzauber? Der Döner ist gleich down, aber nein, wir brauchen keinen Heilzauber. Sehr, sehr schön. Ich setze noch schnell die letzten Truppen hier. Und damit müsste auch das Dorf hier hundertprozentig, ja, ganz locker hundertprozentig geradet sein. Heute auch mal ganz ohne Zauber. So ist natürlich immer meiner Meinung nach der perfekte Angriff. Gar keine Zauber benutzt. Trotz alledem wunderschöne Rohstoffe. So gefällt mir das. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich schau mal kurz, ob ich noch genug Flaggen habe. Nein, wir haben keine Flaggen mehr. Hat perfekt gepasst. Genau. Und wir haben ein neues Quest geschafft. Sehr gut, sehr gut. Und wir bekommen Bücher. Auch sehr geil. Und die Bücher, die können wir direkt verwenden. Für unsere gute Kalypso. Na, da ist er ja. Genau. Helm rauben und zurück upgraden. Wunderschön. Eine Stufe 7 Kalypso. Halleluja. So, wir hauen jetzt erstmal, genau, hauen wir erstmal die Lieder in die Bücher rein. Die wollte ich eigentlich in Ork reinhauen. Aber gut. Heute konzentrieren wir uns erstmal auf die Kalypso. Die durfte jetzt so lange nicht gelevelt werden. Ich glaube, ich habe die vorher noch nie mit Büchern gelevelt. Die war immer nur im Turm drin. Heute bekommt sie mal ein bisschen Bücher. 122. Damit man hier auch sieht, dass auch die gute Schlängelinchen-Königsschlange, super Name, auch hier was reißen kann. Ich hoffe, wir können jetzt was rausen. So, Dörfer sehen anfangs immer total... Bekomme ich Schadenersatz für meine Flagge? Hallo, die hat mir Kredite gekostet. Ich bitte euch. So, sehr schade, dass der jetzt online gekommen wäre. Wäre ein richtig geiler Raid gewesen. Okay, wir haben hier Rohstoffe, aber das sind mir eindeutig zu wenig. 23.000, wo kommen wir denn dahin? 20.000... 23.000, 293.000 und 300. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Statistik hier. So gefällt mir das. Ich muss jetzt nur schauen, wie. Okay, Garnison ist keine drin. Ist schon mal sehr, sehr gut. Ich versuche mal genau. Erstmal der Rathaus natürlich, dass wir hier Prozente sammeln können. Denn ich habe schon ein bisschen Angst, dass das hier kritisch wird oder dass wir den Angriff nicht schaffen. Natürlich hoffe ich ganz klar, dass wir den Angriff hier schaffen. Aber. Ja, man ist hier bei so Dörfern, ist es nicht so leicht zu kontrollieren. Gehen die Helden links, gehen die Helden rechts, oben, unten, überall in der Mitte hin. Das ist nicht so leicht zu kontrollieren, aber genau, wir hoffen jetzt einfach mal. Schnitzer links oder rechts? Okay, er hat sich für das entschieden. Wir können jetzt, ich versuche jetzt, dass der Druide auch natürlich hier Richtung Schnitzer läuft. Denn wenn er das macht, dann stimmt er. Stimmt unser guter Schnitzer nicht. Überlebe. Ich hoffe natürlich. So, jetzt kann ich das reinsetzen. Ich hoffe natürlich, dass alle Helden jetzt dem Schnitzer Unterstützung geben. Bitte. Ja, sehr schön. Sehr schön. So gefällt mir das auf jeden Fall. Die Kalypso, geil. Die Kalypso hat gerade den gegnerischen Druiden weggehauen. Schaden hat sie auch ein bisschen gemacht. Finde ich eigentlich nicht schlecht, den wunderschönen Eiszauber muss man gar nicht benutzen. Ich benutze jetzt noch schnell ein paar Truppen, damit das Ganze hier noch ein bisschen schneller geht. Und dann haben wir auch diesen Angriff 100%ig gewonnen. Zwar mit Zaubern, aber ohne Verluste, so soll es eigentlich immer sein. So, Siegelsdorfer, den wollen wir nicht. Sari 3, auch die wollen wir nicht, der, die das. 331.000 Gold bei Kerzinator. Sehr geiler Name übrigens, sehr geile Rohstoffe, ich mag dich. Ob du mich magst nach dem Angriff, das weiß ich nicht. Mal schauen, ob wir den Angriff gewinnen werden, mal schauen, ob wir ihn verlieren werden, wir werden sehen. So, jetzt wird es natürlich interessant. Wenn wir den Druiden
hier, ich zoome mal ran, hier setzen, müsste er eigentlich in die Mitte reinlaufen. Und dann müssten eigentlich alle unsere Truppen Richtung... Ich meine, diese Leute, die hier auf die Goldlager gehen. So, und zack, zack, zack. Halleluja. 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 Scheiße, der Flan hat gebrockt, aber... ja, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Auch obwohl der Flan gebrockt hatte. Da gab uns das Schild, mein Deutsch, wieder fantastisch. Da hat uns das Schild dann doch wieder den Weg des Zaubers gezeigt, dass die Zauber hier wirklich essentiell in Clash of Clans nicht sind. Was will ich jetzt mit Clash of Clans? Mit Clash Fight bin ich schon wieder total durch den Wind. Ey, die Sonne ist heute wieder richtig hart. Ich glaube, ich sollte lieber keine Videos machen, wenn es über 30 Grad im Schatten hat. Es geht auf die Nerven, es geht aufs Gehirn und dann laber ich wirklich nur noch Potatoes. So, wir haben hier den CHB, den wollen wir nicht angreifen, aber den guten Lukas 121, herzlichen Glückwunsch, ich habe heute mal Bock, dich anzugreifen. Genau hier und den Schnitzer, dann würde ich mal sagen, oben den Döner. Und Respekt an dich, Lukas, er hat schon alle Mauern Level 11 oder Level 15, irgendwas dazwischen. Kann man natürlich alles haben, man sieht wieder leider keine neue Designveränderung zwischen 11 und 15. Aber sieht auf jeden Fall so schon richtig geil aus. So, wir haben hier unten fast alle Gebäude weg. Um fast alle Gebäude weg. Jetzt muss natürlich die Mitte nochmal schön wegrasiert werden. Schnitzer, der bockt leider nicht mehr. Dünnergott auch nicht mehr. Dann müssen wir jetzt doch nochmal einen Zauber nutzen. Es tut mir leid, aber so ist es heutzutage leider. Santa Boom hat hier nochmal versucht, irgendwas zu reißen. Aber man hat sie schon gesehen. Die Kalypse auf 4 von 10. Die macht wirklich schon Schaden. Fällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie stark sie auf 5 von 10 oder wenn ich sie vielleicht noch auf 6 von 10 bringe, wie stark die gute dann wird. Also da bin ich echt mal gespannt. Natürlich, die meisten sagen, Kalypso ist für einen Dreck. Keiner mag die gute. Aber ich finde die jetzt, nee, also ich persönlich finde Kalypso echt nicht schlecht. Gut, natürlich, sie kann auf jeden Fall besser sein, wenn man sie levelt. Aber das braucht natürlich einfach nur Zeit. Und ich sehe gerade, ich bekomme hier wieder wunderschöne 20 Gems. Sehr schön. Und bitte, 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 sehr, sehr schön. Und ich glaube, meine lieben Freunde, wir werden heute noch ein Game Roll machen. Wann, das verrate ich euch nicht. Aber wir werden einen machen. So, wir werden jetzt auch alle Quests haben wir geschafft. Wollen wir ein bisschen... Wir greifen jetzt noch so lange an oder ein, zwei Angriffe machen wir noch, bis die Helden down sind. Wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir einen schlechten Angriff machen. Der hatte leider zu wenig Rohstoffe. Auch der hat zu wenig Rohstoffe. Vielleicht hier? Nein, auch hier nicht. Sunny auch nicht. Sunny passt heute aber perfekt. Zero Ruan auch nicht. Nein. Nein, nein. Ja, okay. Viel, viel schönes Zeug dabei. 122.000 Gold. Locker easy, würde ich mal sagen. Schaffen wir es mit allein Dönergott und dem guten Schnitzer dieses Dorf zu raiden. Ohne Zauber. Ich bin mal gespannt. So. Der Dönergott und der Schnitzer sollten eigentlich keine Probleme haben. Döner brockt. Na? Genau, und was mir immer auffällt, jedes Mal, wenn der gute Dönergott brockt, dann verliert er Leben. Passt mal auf, wenn er jetzt brockt. Und okay, jetzt hat er keine Leben verloren, aber ab und zu verliert er Leben. Ist jetzt wieder der Vorzeigeffekt. Okay, vielleicht auch nicht. Ab und zu, wenn ich angreife, ich weiß nicht, ob es an der Fähigkeit anderer Helden liegt, verliert der gute Dönergott Leben. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, er hat gerade Leben verloren. Und ich weiß nicht, warum, oder ich kann es mir einfach nicht erklären. Vielleicht, wenn ihr es wisst, wenn ihr den Grund dieser Ursache wisst, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, warum der gute Dönergott Leben verliert. Ich zoome nochmal schnell ran. Und genau, jetzt hat er wieder Leben verloren. Finde ich sehr interessant, warum das so ist. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wisst ihr es wieder besser. Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. So, der Kampf, der müsste jetzt auch eigentlich geschafft sein. Der Dönergott verliert gerade ab, ist er zu schnell Leben. Müssen wir halt, ja komm, die Türme, die werden jetzt schön wunderbar wegrasiert. Sehr, sehr schön. Ein Kampf ohne Verluste. Wir haben nur eine wunderschöne Flagge benutzt. 120.000 Gold. 120 wunderschönes Mana. Und damit haben wir jetzt auch 3 Millionen Mana und können wieder ein Goldlager upgraden. Das ist auf Level 20. Dort nicht. Und das auch nicht. Aber ich könnte schwören, ich habe noch einen 18er. Oh, vielleicht auch nicht. Da, okay, dann upgraden wir eben eine Goldmine auf Level 19, ist auch mal was Schönes. Und natürlich das Gold, das lassen wir nicht einfach so hier liegen, wir upgraden Mauern.
Mauen, Mauen. Ich finde es auch echt peinlich. Die meisten, die mich jetzt anschreiben oder die meisten von euch, die haben jetzt schon Level 11 Mauern. Und da bin ich immer noch mit meinen hässlichen Level 10 Mauern. Da muss ich mich jetzt mal die nächsten Tage anstrengen, dass ich hier die wunderschönen Mauern alle upgrade. Aber das sollte eher ein Problem und so. Muss ich schauen, weil ich Zeit habe. So, geht aber auf jeden Fall gerade sehr locker flockig. Eine Mauer nach der anderen. Kosten jetzt in Anführungsstrichen nur 150.000. Man hat es eigentlich schnell ab und zu ein paar Mauern. Ich schaffe derzeit so 10 Mauern pro Tag. Sollte eigentlich dann in ein paar Wochen sein. So, der Xebe schreibt gerade, hi, oh, servus, meine, Potato. Ich weiß, dass es falsch geschrieben ist, aber ich habe gerade Bock drauf. Aber jetzt, meine lieben Freunde, ich habe euch gesagt, wir rollen. Und das machen wir jetzt auch. Wir rollen einmal 150, wenn ich jetzt 450 mache, habe ich keine Gems mehr für das Quest, außer natürlich aber eine Reroll-Karte. Habe ich eine Reroll-Karte? Ich habe eine Reroll-Karte, das heißt, falls das Quest kommt, Reroll ein Heldentalent, könnte ich das machen. Ich mache wunderschön hier in den Heldenaltar rein. 450, immer was ganz Feines für ein... Ah, die haben gerade mega mein Knie angestoßen. Immer was ganz Feines für einen Free-to-Play-Spieler wie mich. Halleluja, ich mache mir mal hier Kreuz. Ich halte hier mein Handy auf dem Bildschirm, warum auch immer. Oh, ich habe eine Nachricht. Von wem, das würdet ihr jetzt natürlich gerne wissen, aber ich würde auch sehr gerne wissen, was jetzt rauskommt. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, es ist sowieso richtig heiß. 1, 2, 3, go! What the? Scheiße, scheiße, scheiße. Shit happens. Leider ein paar Lanin. Ich habe jetzt schon gedacht, oh mein Gott, P und der Pumpkin Duke, aber nein. Ja gut, wobei Pumpkin Duke hier sowieso Kürbisherzog heißt. Ja, wäre sinnlos gewesen. Ein neuer Paladin, das heißt, vielleicht, nein, ich denke nicht, dass ich jetzt einen neuen Rang schaffe. Oder vielleicht doch. Wir haben ja eigentlich Bücher, grüne Bücher haben wir genug. Oder auch nicht. Wir müssen eigentlich noch Bücher bekommen, wenn wir das Quest dann ganz abschießen, also jetzt noch die Wellen machen. Ich bin mal gespannt. Mach mal einfach mal. Ich habe derzeit 44.700, 45.900 fehlen mir noch, also knapp 1.000 macht. Werden wir, glaube ich, nicht schaffen, aber der Xebe hat geantwortet. Und was machst du? Ich schwitze für meine Zuschauer einen Baum. Mein Deutsch ist wunderbar. Wir fangen jetzt einfach mit der Welle an. Gerollt haben wir jetzt. Wunderschön. Leider nichts rausbekommen. Aber die Welle, oh, die will heute wieder gestartet werden. Natürlich ohne Calypso. Die ist leider noch zu jung, zu knackig, um hier mitmachen zu dürfen. Wo ist denn der gute Snowy? Nein, den Champion, den wollen wir nicht. Der Snowy ist, glaube ich, hier drin. Genau, wunderbar. Ihr habt mir auch empfohlen, mal den guten, die gute Pixie mitzunehmen. Aber da bin ich noch in der Überlegung, welchen Helden ich anstatt die Pixie raushauen soll. Natürlich der gute Snowzilla, der wäre eine Überlegung, den rauszuhauen. Oder was, wisst ihr was, ich überlege nicht lange, wir machen es einfach mal. Die ist zwar erst 127, aber schon 5 von 9. Also ich hoffe es natürlich, ja, 5 von 10. Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Ich laber jetzt heute den ganzen Tag, wenn ich irgendwo im Schwimmbad bin oder im Pool. 5 von 10, 5 von 10, von 10, von 10, nicht von 9, von 10, von 10. Ich schreibe mir das irgendwo auf, damit ich das immer lerne, weil die guten alten Zeiten, die sind vorbei. Start war Welle O, ohne Bomben, das wäre echt schlecht. Die Bomben, die setzen wir wieder hier hin. Ah, ah, na komm, na komm. So, wunderbar, hier 1, 2, 3 und hier 1, 2, 3 und damit hätten wir fast alle gesetzt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sehr schön. Und dann würde ich mal starten, wir sagen die neue Welle, Welle O, hoffentlich auch mal heute ohne Internet-Lags. Das letzte Mal war es ja wirklich grausam, wir haben Welle O versucht. Und haben es wirklich jedes Mal nicht beenden können, da das Internet abgebrochen ist. War wirklich sehr, sehr kritisch, sehr, sehr, ich war echt deprimiert, dass das Internet so scheiße war. Genau dann, wenn ich O5 hätte machen können. Aber gut, es sollte dann quasi nicht sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Welle sehr schön gespawnt. Wir haben hier die Helden unten in einer Ecke. Die andere Ecke, die wird erstmal richtig in Ruhe gelassen, gefällt mir sehr gut. Da gewinnen wir nachher auf jeden Fall noch Zeit, wenn der eine spawnen links und der andere rechts. Haben wir erstmal Zeit für den rechten und dann erst für den linken. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Natürlich die gegnerischen Helden 140 auf O1.
sollte kein Problem sein. Der Schnitzer, der, was heißt Schnitzer, das gute hyperaktive Kind, das darf nicht brocken, konnte auch nicht brocken. So, und damit haben wir jetzt auch hoffentlich die Succubus down. Jo, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Auch die Pixie, die hat gerade ihren Job erfüllt, hat gerade mal alle wunderschöne Verbündeten hier geheilt. Wir haben jetzt auch drei Heiler drin. Der gute Ork, der ist ja, oder ja, der Ork ist drin. Die gute Pixie ist drin und der Druide. Das heißt, wir haben drei Heiler, zweimal Stun und einmal Damage, den guten Schnitzer. Jetzt wird hier erstmal angegriffen, quasi der Tratos. Ja, und die laufen jetzt rein. Sehr schön, spalten sich. Ah, okay, spalten ist nicht so schön. Aber da drüben läuft nur ein Schamane. Denn das Problem ist, wenn die gegnerischen Helden sich spalten, dann spalten auch unsere Helden sich und wir haben dementsprechend weniger Schaden, wenn zum Beispiel ein Ork brockt auf einer Seite. Ist immer nicht gerade ideal, aber auch die Welle haben wir jetzt geschafft. Ich habe ja auch gesagt, ich soll mal am Eingang meiner wunderschönen Eggbase die Bomben setzen, dass meine Türme bei O1 und O2 nicht zerstören. Das habe ich jetzt vergessen, aber sie wurden auch Gott sei Dank nicht zerstört. Ich hoffe jetzt, dass unsere Ork... Nein! Ork, Rock, Rock, hilf uns. Ah, scheiße, 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 der Ork ist gestorben. Ah, kacke, kacke, kacke. Jetzt können wir es eigentlich schon vergessen. Nee, also, nee, wir können aufgeben, wir können aufgeben. Da machen wir lieber noch eine Welle, holen wir uns direkt mal das Quest ab und machen wir noch eine Welle. Ich warte jetzt noch auf den EP, vielleicht schau. Nee. Nee, nicht ernsthaft. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich laber schon fast seit einer halben Stunde und jetzt genau bei der Welle bricht das Internet ab. Also ich denke langsam an eine Verschwörung. So, jetzt holen wir uns aber erstmal wirklich die Quest ab. Gönnen uns die Bücher, gönnen uns die Ruhmpunkte und platzieren jetzt auch mal die Bomben. Sie sind ja noch alle da, die Bomben sind noch gar nicht noch hochgegangen. Direkt am Eingang hier. Natürlich in der Hoffnung hier, dass die Bomben am Anfang, wenn die ersten Wellen kommen, die werden so wegrasieren, dass keine Verteidigungsgebäude von mir wegrasiert werden. Apropos Verteidigungsgebäude, auch da habt ihr mir Tipps gegeben, ich soll mal alle meine Verteidigungstürme entweder Magitürme machen. Da habe ich leider noch zu wenig grüne Helden, würde bei mir nicht funktionieren. Oder natürlich alles auf wunderschöne Bogenschützentürme. Da bin ich derzeit in der Überlegung. Gold ist natürlich derzeit eine Mangelware, würde dann 2,1 Millionen Gold kosten. Es abzugraden, nein, ich will doch wechseln, ich glaube 1,8 Millionen, na, wechseln, genau 1,8 Millionen auf dem Bogenschützenturm Level 10. Ich muss auch schauen, dass ich vielleicht, nachdem ich die Mauer dann auf Level 11 gebracht habe, damit das Ganze hier erstmal wieder einheitlich aussieht, meine Türme upgrade dann auf Level 11 und weiter hoch, denn natürlich, der Schaden von einem Turm, der wird natürlich eindeutig höher, wenn man sie upgradet. Die Lebenspunkte plus 19.000, das ist schon gigantisch und das ist natürlich essentiell. Ich hoffe natürlich auch durch die ganzen Upgrades, dass ich auch durch oder mit Hilfe oder aus dem Grund, dass ich so schlechte Helden habe, trotzdem die Welle O schaffe. Heute wird es höchstwahrscheinlich nichts werden. Die Hoffnung stirbt aber wie immer zuletzt, ganz klar. Und der Spawn, der war eigentlich wieder perfekt. Ich hoffe natürlich nicht, dass die jetzt alle nach rechts laufen. Wunderbar, sie laufen alle nach rechts zum Rathaus, aber jetzt müssten eigentlich alle nach links laufen. Sehr schön, sehr schön. Keiner läuft nach rechts weiter. Und jetzt gehen auch gleich die Heldenbomben, die Helden fallen hoch. Und 1, 2, 3. Boom, boom. Beide sind hochgegangen, haben leider nicht so viel hat gar nichts gebracht, die Bomben. Oder fast gar nichts. Der gute Ork, der lebt noch, den will ich auch unbedingt auf 140 plus bringen. Denn der gute Ork, der ist natürlich von den Leben her der stärkste Held im ganzen Spiel. Ich bin mega stolz, dass ich ihn bekommen habe. Und den will ich auf jeden Fall weiter leveln. O2 sind wir jetzt gerade. Der wunderschöne Imhotep. Ja, komm, Brock, wunderschön. Die Welle würde wegrasiert werden. Diese Welle auch. Alles wunderschön. Gefällt mir auch gerade sehr gut, dass wir nicht so lange warten müssen. Das letzte Mal mussten wir wirklich sehr, sehr lange warten hier, um dann quasi eine Welle zu schaffen, da nur vereinzelt Gebäude zerstört wurden. Aber heute läuft alles locker flüssig, genau wie mein Schweiß, der läuft ja auch gerade locker flüssig an meinem Körper runter. Es ist wirklich eklig, bei diesem Wetter aufzunehmen. Aber das gönne ich mir auf jeden Fall, heute ein Video zu machen für euch. Hier heute um 17 Uhr müsste das Video eigentlich online kommen, wenn alles so läuft, wie es läuft. Außer natürlich mein Schweiß, der könnte auch mal aufhören zu laufen. Wir haben jetzt hier O3 und der Spawn, der ist richtig, richtig scheiße.
sehr, sehr scheiße. Ich hoffe natürlich, dass die gegnerischen Ornithopter so schnell wie möglich vom Himmel geholt werden. Ork lebt noch. Ork lebt noch. Okay. Okay, alles ist gut. Ork lebt noch. Solange der Gute noch lebt. Bitte, bitte sterb doch jetzt nicht. Komm, komm, heil dich, heil dich. Ork, okay. Ork hat überlebt. Boah, ich hab mega Schiss um den Kleinen. Um den kleinen Knacker, der muss wirklich überleben. Nein, bitte, wenn jetzt... Mein Account ist verflucht. Mein Account ist, oh mein Gott, verflucht. Das Internet ist schon wieder... Nein, Alter, es zeigt mir einfach an, dass ich volles Internet habe. Ich habe volles Internet. Ich habe auch im Hintergrund gerade Programme laufen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist... Nein, es... Oh, das ist doch... Meine lieben Freunde, mein Account ist verflucht. Hashtag Rashcore ist verflucht. Jedes Mal bei O, wenn es richtig gut läuft, bricht die Verbindung ab. Ich glaube, ich habe auch noch nie O geschafft, ohne dass die Verbindung abgebrochen ist. Aber ich glaube, damit brechen wir heute mal das Video ab. Geht raus, macht irgendwas Geiles. Das ganze Wochenende soll es ja zu heiß werden, meiner Meinung nach. Haut rein, springt ins Wasser, macht irgendwas, was euch erfrischt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr eure Zeit geopfert habt, dieses Video anzusehen. Und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.